Hallo liebe Fußballfreunde, liebe Community und herzlich willkommen jetzt zu einer neuen Ausgabe von Wer wird Millionär? Ohne Witz, hier stand eben die 1 und aus Reflex bin ich da drauf gegangen. Das ist richtig ärgerlich. Egal, wir spielen das Spiel des Tages wie immer und heute mit einer Änderung. Natürlich ohne Zeitlimit, aber auch ohne Risikovariante. Bedeutet, wir spielen heute nur mit 3 Jokern. Es kann in die Hose gehen mit nur 3 Jokern, das kann aber auch gut gehen. Dadurch haben wir eine Absicherung oben und haben sicher die 16.000 dann. Ich bin gespannt, von daher, ich lasse mich jetzt erstmal hier, jetzt kommt ja die Sortieraufgabe. Obwohl, nee, wir sehen uns jetzt gleich bei der Sortieraufgabe. So, zitieren Sie aus Titanic, Terminator 2, das Leben des Brian und E.T. der Außerirdische. Hasta la vista, Baby. Nach Hause telefonieren. Ich bin der König der Welt und jeder nur ein Kreuz. Titanic ist, ich bin der König der Welt. Terminator ist, hasta la vista, Baby. Das Leben des Brian, jeder nur ein Kreuz und E.T. nach Hause telefonieren. So, und dann würde ich sagen, geht es los. Wir haben 3 Joker, nicht den Zusatzjoker. Das heißt 50-50. Publikum und anrufen. Falls ihr auch noch irgendwie sonst so Ideen habt, wie wir das hier auch noch natürlich so aufwerten können oder Ideen insgesamt, dann schreibt sehr, sehr gerne in die Kommentare. So, jetzt geht's aber los. Eilt jemand einem anderen in einer lebensbedrohlichen Situation zu Hilfe, gilt für ihn die Devise den Radieschen Karotte Delle Rie rett ich. Den rette ich. Den rette ich. Was machen Wohl und Co. auf der Suche nach Superstars und Supertalenten? Jürgen, Posten, Markus, Carsten. Die Carsten. Carsten. Überall fehlt das R. Was steht vor dem Betreff, wenn eine E-Mail weitergeleitet wurde? WG, Studentenbude, Apartment, Kommune. WG für weitergeleitet. Okay, noch easy. Wovon ist bei Bundestagswahlen häufig die Rede? Umhangmandate, Vorhangmandate, Überhangmandate, Abhangmandate. Also mir sagt nur Überhangmandate was. Ich bin jetzt mit der Politik nicht so tausendprozentig immer so bei Sache, aber Überhangmandate, ja, wollte ich schon sagen. Die Filme der Stadtneurotika und Hanna und ihre Schwestern zählen zu den ersten mit Überlänge, erfolgreichsten aus Italien, besten der Stummfilmzeit, bekanntesten von allen. Kann alles sein. Es kann alles einfach sein. Warte mal. Das ist eine 500-Euro-Frage. Eigentlich muss es einfach sein. Theoretisch. Oh Gott. Jetzt habe ich das Wortspiel bei der 500-Euro-Frage verstanden. Zählen zu denen, erst mit Überlänge, weiß man nicht. Erfolgreich aus Italien weiß man noch nicht. Beste der Stummfilmzeit weiß man nicht. Aber bekanntesten von allen. Dann müsste das allen klein geschrieben sein. Von allen Filmen. Aber das A ist groß, das heißt ein Name. Allen oder irgendwie dann so ausgesprochen. So macht Sinn. Okay. Nice. Das haben wir geschafft. Von daher, calm down, alles gut. Wobei handelt es sich um ein Beruhigungsmittel? Senominativ, Segenitiv, Sedativ, Seakkusativ. Ich denke mal, das ist ein Sedativ. SE und der Dativ. Welche Bezeichnung ist für echte Kerle in Spanien auf jeden Fall zutreffend? Pascha, Macho, Chauvi oder Cavalier? Chauvi kommt, glaube ich, aus Frankreich. Glaube ich. Cavalier. Das weiß ich nicht, vielleicht auch. Aber jedenfalls hier ist ein Macho gemeint. Pascha sagt mir gerade gar nichts. Welche Tiere gibt es nicht nur im Meer, sondern auch in Flüssen und Seen? Seesterne, Seeigel, Muscheln, Kraken. Ausschlussverfahren. Seeigel sind Tiere, die nur in Meeren vorkommen. Die sind nie in Flüssen und nie in Seen. So. Seesterne. Wir hatten mal eine Frage schon mit Seestern.
weiß nicht, ob es das war. Ich meine aber genauso wie bei Seeigel. Naja, und Kraken, also meine Tendenz geht Richtung C, denn Kraken, die können doch nicht in Flüsse und See auftauchen. Also, nee. Also, logisch, am logischsten wäre halt einfach nur Muscheln. Okay. Easy. Okay. Der studierte Philosoph und Hobbydichter Hermann van Rompuy. Ui. Wurde 2009 EU-Ratspräsident mit dem Nobelpreis geehrt. Kapitän bei Real Madrid zum Popstar Lady Gaga. Naja, C und D können wir ganz klar ausschließen. 50-50 bringt nichts, wenn dann müssten wir einen der anderen beiden Joker theoretisch nehmen. So, also entweder ist es A oder B. Gehen wir mal eben kurz ran. Ein Philosoph, Nobelpreis. Ich will jetzt nicht dumm klingen, aber Nobelpreis. Nobelpreise bekommen doch meistens, ich sag mal so, Wissenschaftler. Philosophen, ist das auch ein Nobelpreis, den die bekommen? Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. So wie zum Beispiel früher noch so Immanuel Kant oder irgendwie so, keine Ahnung. Aber klar, da gab es jetzt noch nicht den Nobelpreis. Weil ich könnte mir eher EU-Ratspräsident vorstellen. Hermann van Rompuy ist, klingt der Name, ich sag mal, holländisch, belgisch, vielleicht sogar Luxemburg, Benelux, sag ich mal. Was vielleicht so Sinn machen würde, wenn er vielleicht der EU-Ratspräsident wurde. Wäre so eine logische Sache, sag ich mal. Aber ich würde hier tatsächlich dann einen Joker nehmen, einfach nur um es abzu... Ja, oder gehe ich Risiko? Gehe ich Risiko? Okay, warte. Also CD schließe ich aus. Bei Real Madrid kenne ich Spieler. Da hieß nie jemand Hermann van Rompuy und Kapitän war da auch kein Hermann. So. Rock Popstar Lady Gaga kann man auch ausschließen. So. Nobelpreis. Mit Nobelpreis verbinde ich immer Wissenschaft. Ich lese hier Philosoph. Komm. A. Risiko. Ja. Mary Rose wurde über Nacht berühmt mit Arizona Man, Ardennen Boy, Andorra Woman, Ahrtal Girl. Oh, warte. Ich kenne das Lied, weil hier ist ein Lied gemeint. Ich weiß auch schon die Antwort. Warte mal, oh, wie ging der Text nochmal weiter irgendwie? Oh, komm grad nicht drauf. Immer du, ich habe das Lied sehr lange nicht mehr gehört. Ist es auf jeden Fall Arizona Man. Kommt aus den 80ern. Ich glaube, das waren die 80er. Also, ja, kenne ich. Monaco ist flächenmäßig annähernd so groß wie die Insel Norderney, Helgoland, Fehmarn, Usedom. Boah. Hier müsste ich auf jeden Fall einen Joker verwenden. Weil hier, oh, das ist schwer. Weil, also Monaco ist, ja, so gesehen, liegt ja im Süden Frankreichs, ist ja so gesehen ein eigenständiges Land. Wie groß ist Monaco, ist das Ding? Keine Ahnung. Reden wir jetzt von Quadratkilometer oder Hektar oder Quadratmeter irgendwie umgerechnet? Nee, Quadratmeter nicht, also entweder Quadratkilometer oder eben Hektar. So, ist glaube ich meistens immer so bei Wiki oder so angegeben, so eben die Größe, die Fläche eines Landes. So, Fehmarn. Fehmarn ist meiner Meinung nach von den Vieren am größten. So, das Ding ist, ich kann leider von den Vieren eins mit Monaco irgendwie gleichsetzen. Also das fällt mir gerade zumindest schwer. Also ich muss hier einen Joker nehmen. Meine Tendenz würde Richtung vielleicht Usedom oder Helgoland gehen. Norderney und Fehmarn ist glaube ich größer als, also ist zumindest groß und Monaco ist etwas kleiner. Ich weiß es nicht. Ich würde anrufen. Ich muss raten. Helgoland. Bitte liegt nicht daneben.
Geiler Typ. Was ist eine im internationalen Warenhandel übliche englische Abkürzung für Zahlung im Voraus? CIA, FBI, BKA, KGB. Was macht denn Sinn? Zahlung im Voraus. Was heißt denn im Voraus? Also wenn man das irgendwie im Englischen, before. Oh, dann würde D hinkommen. Mit before. So, aber wofür würde das G stehen? Pass auf, wir gehen jetzt mal durch. So, wir haben ja CIA, FBI, BKA, KGB. So, wenn B before ist, gehen wir jetzt mal so daran. G. Oh, nein, es muss A sein. Geld ist im Englischen Cash. So, da würde A Sinn machen. So, Cash in, so wie im, so, was heißt Voraus? Cash in, annually, nee. Was heißt Voraus? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was Voraus so gesehen, also im Voraus irgendwie bedeutet. Da würde before irgendwie Sinn machen mit B am Ende, also D. Also ich schließe für mich B und C aus, weil irgendwie müsste ja das erste Wort was mit Zahlen zu tun haben. So, F. Ich gehe jetzt mal so englische Wörter mit F durch, was irgendwas mit Zahlen zu tun haben könnte. So, 5 ist eine englische Zahl, aber das hat jetzt nicht so mit Zahlung, Zahlen zu tun. Cash. Buy. Okay, buy. Buy würde Sinn machen, aber buy ist kaufen und nicht zahlen. Hey, pay wäre eher noch zahlen. Aber hier ist nirgends ein P. So, also A macht meiner Meinung nach am meisten Sinn. Ganz allein aus dem Grund, also ich würde jetzt das Risiko eingehen, ganz allein aus dem Grund, Cash in, ich weiß nur nicht, was im Voraus bedeutet, bei D ist das Ding, B würde ich zum Beispiel an A mit hinsetzen anstelle von A, also CIB für Cash in Before oder irgendwie so, das ist jetzt kein richtiges Englisch, I know, erstmal so für mich, E macht deswegen halt keinen Sinn, weil ich nicht weiß, wofür das K und das G stehen könnte. Ich gehe Risiko mit A. Nice. Aber jetzt will ich wissen. Warte mal. Zahlung im Voraus Englisch. Cash in Advance. Okay, aber genauso wie ich gesagt habe mit Cash. Macht Sinn. Nice. Den Bischofsring des populären ersten Urbischofs Hengsbach schmückte ein eingefasstes Stück Kohlestahl Taubenei Fußballrasen. Boah, das kann man nicht so wissen. Das wäre einfach nur Glück. Also ich würde zumindest eine Sache ausschließen. Des ersten populären ersten Urbischofs Hengsbach. Fußballrasen würde ich einfach mal so für mich ausschließen, einfach so. Taubenei. Vielleicht irgendwie was Wertvolles, könnte ich mir vorstellen. Kohle, ja, eher weniger, Stahl auch. So, also irgendwie wäre ich bei C. Ich weiß nicht warum, weil das so abstrakt ist. Ich werde tatsächlich Publikum nehmen. Ah, Kohle. Und zwar das Doppelte als B. Witzig, C und D nur 1%. C hätte ich vielleicht ein bisschen mehr so für mich gesetzt. Achso, hier, damit ihr das auch nochmal so seht. Okay, dann werden wir mit A gehen. Let's go. Okay. Was wird in Sievert gemessen? Luftdruck, Gehirnströme, Strahlenbelastung, negative Kalorien. Wir können hier ganz einfaches Ausschlussverfahren machen. Negative Kalorien. Kalorien, Nährstoffe. Das wird nicht in Sievert gemessen. Luftdruck ist bar. So, jetzt schwanke ich zwischen B und C. Gehirnströme und Strahlenbelastung. Boah, da muss ich jetzt mal überlegen. Gehirnströme. Wie werden die nochmal gemessen? Und Strahlenbelastung.
Ey, und wenn ich jetzt 50-50 nehme, dann fallen die beiden weg. Ich sehe es schon kommen. Oder fallen die anderen beiden weg und gehen schon von Schreinbelastung bleibt stehen. Ich sehe es jetzt schon kommen. Luftdruck und negative Kalorien würden... Ich muss es testen. Ich bin mir nicht sicher bei beiden. Das war so klar, Leute. Das war wieder so klar. Ich hasse dieses Spiel. Ich bin mir unsicher. Ich bin mir gerade echt unsicher. Schade, wir hätten echt so einen richtig geilen Run mit 3 Jokern haben können zur Millionenfrage. Mann, ich möchte wenigstens die Millionenfrage sehen und dann aussteigen, weil die können wir safe nicht beantworten, außer es kommt eine Fußballfrage. Oder irgendwie eine Serienfrage vielleicht. Was wird in Sievert gemessen? Also ich meine wirklich, Gehirnströme haben irgendwas Elektrisches, weil es ist ja ein Strom. So, und Strahlen haben eine andere Einheit. Das heißt, so gesehen betrachten wir hier gerade Strahlung mit Strömen. War Gehirnström, aber es ist ja Strom. So, und ich meine, das ist was anderes. Ich werde gleich auf jeden Fall so oder so googeln beim anderen, wie das nochmal heißt. Ich werde mich deswegen für Strahlenbelastung entscheiden. Wie gesagt, ganz allein aus dem Grund, Strom verbinde ich eher so mit Ampere, Volt. Und ich glaube, Ampere ist vielleicht so Gehirnströme. Sievert, Strahlenbelastung. Ich meine, dieser Physiker oder Chemiker Sievert, weil das ist ja alles immer ja nach Physikern oder Chemikern benannt, hat mit der Strahlenbelastung zu tun gehabt und hat diese Strahlungsgesetze auch entworfen oder entdeckt und aufgestellt. Ich gehe mit Strahlenbelastung. So, Gehirnströme. Gehirnströme. Einheit. Elektronenzephalographie. Okay. Aber ich war mir da ziemlich sicher. Genau, EEG heißt das, genau. Ja, wir werden jetzt safe aussteigen, aber wir lesen trotzdem mal eben die Frage. In welcher Beziehung stand Mozarts spätere Gattin Constanze Weber zu dem berühmten Komponisten Karl Maria von Weber? Was? Boah, ich hasse immer so diese... Warte mal. Also Mozart. Mozart hatte später eine Gattin. Constanze. Und die ist verwandt mit dem Komponisten Karl Maria von Weber. So. Tochter würde ich ausschließen. Soll ich euch sagen, warum? Einmal von Weber und Weber. Dann wäre das ein anderer Name. Rein so. Was ist die Schwippschwägerin? Kennt das einer von euch? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. So, Enkelin, Cousine. Macht beides Sinn. Cousine. Wären das Cousinen, dann sind, so gesehen, als Beispiel die Mutter von Constanze und zum Beispiel die Mutter von Karl Maria Geschwister. Dann wären das Cousinen oder von mir aus die Väter, Brüder oder Mutter, Vater, Geschwister. Jedenfalls von jedem der beiden ein Elternteil sind miteinander verwandt, nämlich Geschwister. Und dann können es Cousinen sein, Enkelin. Enkelin kann nur sein, wenn, jetzt muss ich überlegen, wenn da so gesehen eine Generation dazwischen ist, das heißt Karl Maria von Weber hat, sagen wir jetzt mal, ja, am meisten macht Mutter Sinn, aber eigentlich ist es egal, sagen wir jetzt mal, hat eine Tochter zur Welt gebracht und die Tochter hätte ein Kind bekommen und das wäre Constanze Weber. Würde Sinn machen, weil sich da der Name verändert, aber auch bei Cousine. Also wenn, dann würde ich A oder C nehmen, ich habe keine Ahnung, B und D, ich weiß nicht, was eine Schwippschwägerin ist,
Tochter würde ich ausschließen, weil der Name wegfällt und das finde ich ein bisschen komisch, weil ich kenne es eher so, oder was heißt, ich kenne es eher so, aber deswegen so Cousinen macht Sinn, dass die so zueinander stehen oder eben, dass Karl Maria von Weber so gesehen ja der Großvater ist, der Opa, und demzufolge Konstanze die Enkelin. Also beides macht Sinn. Ich kann hier leider keins von beiden safe ausschließen. Beides würde Sinn machen. Ich habe die Millionenfrage gesehen und wir hatten nur drei Joker. Ich hatte bei vielen Fragen Glück. Vieles war geraten. Okay, vieles nicht. Manches wusste ich. Wie das mit dem Song zum Beispiel eben so. Mit Arizona Man war das ja genau. Aber hier muss ich aussteigen. Also ich freue mich, dass ich bis zur Million gekommen bin. 500.000 haben wir gespielt. Jetzt würde ja so eine Frage kommen, für welche Antwort würden Sie sich entscheiden? Enkelin, Cousine. Für mich würde am meisten Enkelin Sinn machen, deswegen nehme ich A. Zum Glück. Und das bedeutet gleichzeitig 500.000. Ganz ehrlich, bin ich mit zufrieden. Bin ich vollkommen mit zufrieden. Mit nur drei Jokern, von daher schreibt doch mal gerne in die Kommentare. Hättet ihr die letzte Frage gewusst, wärt ihr das Risiko eingegangen? Ich finde, das ist immer schwer. Bei manchen anderen Fragen, so wie zum Beispiel das mit dem Instrument beim Chirurg oder so, da wäre ich vielleicht so das Risiko vielleicht ja doch so im Nachhinein eingegangen. Aber hier wäre ich jetzt kein Risiko eingegangen. Das wäre mir doch zu risikofreudig deswegen. Und ja, das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Ich hoffe, euch hat es gefallen. War auf jeden Fall eine sehr coole Folge, sehr, sehr unterhaltsam, hat Spaß gemacht, war trotzdem spannend und tolle Fragen waren mit dabei. Von daher, ich hoffe, euch hat das Video wie gesagt gefallen. Ich würde mich also sehr über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir gehen auf die 600 langsam zu und ich werde es in jedem Video jetzt sagen, so gesehen. Ich habe am 15. August Geburtstag und vielleicht schaffen wir es ja bis dahin, die 600 zumindest voll zu machen. Also ich würde mich da zumindest sehr freuen. Wäre dann ein tolles Geschenk von euch an mich. Und ja, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann Montag wieder. Mal gucken, welche Videos kommen. Zu diesem Zeitpunkt ist ja schon das Klassenfahrt beendet. Das heißt, wir warten auf den Trailer von Villa der Liebe und dann freuen wir uns, wenn wir bald darauf reagieren können. Und dann, wie gesagt, schönes Wochenende und mir nur noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Fußballfreunde und Community. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.